Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Heute sitze ich im Tiger 2, vorgestern war der Tiger 1 dran. Und ich habe euch ja gesagt, ich gehe hier einmal kurz die deutschen Heavies durch, vom Sachschon, vom 7er aufwärts bis zum 10er. Beim 10er, den E100 habe ich noch nicht, den müsste ich mir mal noch holen. Ich glaube, erforscht habe ich ihn schon. Oder geblaupaustet wahrscheinlich eher. Von daher, E100 müssen wir mal gucken, ob der jetzt direkt im Anschluss dann nach dem E75 kommt. Der wird dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen dran sein. Heute auf jeden Fall mal meine Meinung zum Tiger 2. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf Highway gelandet. Keine Artis, zwei Lights, reines Achtergefecht. Relativ wenig Heavies. Wir haben sogar noch einen mehr als die Gegner. Also für uns jetzt hier in der Stadt die Opportunity, jetzt hier richtig reinzuschallern. Und man sieht, ich fahre hier sofort mit in die Stadt rein. Wenn mir noch ein 103er, der jetzt hier als CD mitkommt, finde ich gar nicht so schlecht. Dann sind wir noch einer mehr, umso eher können wir jetzt hier die Stadt vielleicht für uns gewinnen. Ich finde, Highway ist eine relativ unausgeglichene Map. Hatten wir ja schon öfters. Ich finde ganz oft, man sieht es ja hier, dieser A1-Bovi ist absolut überlegen von der Gegnerseite. Ganz oft fährt einfach von uns keiner hin. Ich kann es nachvollziehen, einfach weil die Posi wirklich schwer ist von dieser Seite. Und wenn man da keinen Heilern starken Panzer hat oder der Gegner einen Heilern starken Panzer hat, dann ist ätzend. So, ich mache mir die Mauer kaputt. Wurde gespottet, nicht vom BZ, das heißt hier in dieser Straße oder das 703, wer weiß, na, 703 eher weniger, aber hier irgendwo in der Straße sitzt wahrscheinlich einer. Ja, könnte der Schieftain gewesen sein. Und ich sehe jetzt hier rechts, der Schieftain geht richtig jallermäßig einfach auf den, was das, auf den Kanarenruf. Ich dachte mir jetzt, ich gehe ihm einfach mal fix helfen. Aber just in dem Moment wirklich, als hätte er es gerochen. Diese, das sind immer diese Momente. Dieses Timing-mäßig, ne? Er sieht mich nicht. Ich hatte ihn auf dem Schirm, war nur noch im Reload. War jetzt ganz schön teuer dafür, dass ich dem Kanaren da helfen wollte. Aber dafür haben wir den ersten schon mal raus. BZ hat. Also kann ich jetzt hier kackendreist einfach mal kurz pieken. Ich habe jetzt hier AP geladen, kommt trotzdem einfach durch seine Tracks durch. Keine Ahnung, warum er jetzt vorwärts fährt. Ich kann ihm gleich nochmal eine geben. Backshot sitzt. Er hat Rapkit direkt gezogen, ist gut zu wissen. Er zielt jetzt auch nach rechts, das heißt, ich kann hier einfach nochmal pieken. 857 gibt er ihm, okay. Ich wollte jetzt nicht pieken wegen dem Skoda. Ich habe nicht gesehen, wo er... Ja, genau. Wollte gerade sagen, habe nicht gesehen, wo er hinguckt. War BZ ist Geschichte, bevor wir hier jetzt hier noch schon mal Schaden von ihm kriegen. Er könnte mich sogar platt machen. Skoda hat mich die Runde echt geärgert. Aber dem konnten wir jetzt hier noch eine reindrücken. Wunderprächtig. Das haben wir gewonnen. Wir haben keinen verloren. Das saubere Arbeit. Hier hat sich hier eine ganz schöne Bagage angesammelt, die es nicht schaffen, einen T54 Mod zu pushen, weil hier hinten einfach mal 4 TDs sitzen. Heißt aber für uns, es gibt jetzt hier noch Forest Spirit, ist dieser Waldläufer? Waldgeist. Waldgeist. Die Zoo mit Skin, die es seit heute oder seit gestern für euch gibt. Oder vorgestern. Also jedenfalls jetzt seit den letzten Tagen. Und gleichzeitig hier auf der Kari in meinem Team, auch neu. Oh, da haben wir Ghetto, der Snapshot-Funktion nuckelt nicht. So mal kurz nebenbei, wo wir jetzt hier ein bisschen Zeit haben. Ich finde den Tiger 2 schlechter im Vergleich, also wenn man das auf die Stufe halt hochrechnet dann, als den Tiger 1. Der Tiger 1 ist echt gut, also gefällt mir so an sich. Er ist zwar träge, aber ne, passt, ist ein deutscher Heavy, hat viel Life, hatten wir ja vorgestern. So an sich auf jeden Fall ein stabiler Panzer. Der Tiger 2 auf der anderen Seite ist, glaube ich, so ein Panzer, den hätte ich, würde ich auf den 10er wollen, hätte ich hier echt graus. Also wirklich, ich würde mir den kaufen, würde hoffen, oh, noch geiler, ein 8er anstatt ein 7er, der wird noch besser als der Tiger 1. Nix da.
Kanone, okay, also Genauigkeit in Ordnung aus meiner Sicht. HP-mäßig, ich habe jetzt hier mit HP-Buff wieder 1780. Das ist auch in Ordnung, jetzt aber auch nicht der Brüller. Panzerung. Die Panzerung ist absolut unterirdisch. Ich hatte jetzt ganz viele Gefechte, wo mir selbst Achter einfach mit AP, also mit der normalen Mummel, durch den Turm vorne durchgehammert haben. Nicht durch die Kommandoluke, sondern einfach links und rechts. Ich kann ja mal kurz auf Päusler drücken. So, einfach hier links, rechts, einfach neben die Kanone gedrückt und gib ihm. Finde ich ein bisschen krass, wenn man dann, also ein Defi, ne, okay, ist ein Defi, aber naja, wie gesagt, es war halt nur AP, deswegen ganz schön dreist und dementsprechend halt auch einfach ganz schön schwach auf der Brust. Gegen 7er, 6er, 8er, alles kein Ding. Alles, was Gold schießt, nehmt euch in Acht. Alles, was eine Stufe höher ist, nehmt euch in Acht. Das war die erste Runde jetzt hier im Tiger. Ich konnte insgesamt einen Kill abstauben, 2667 Schaden verursachen und 731 unterstützen. Das Ganze hat jetzt hier für die für das Überlegenheitsabzeichen auf Stufe 2 gereicht und erstaunlicherweise auch irgendwie mit 1003 XP auf dem ersten Platz gelandet. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt echt nicht erwartet. Und jetzt hier auch noch, weil relativ wenig Gold. Ich glaube auch gar kein Gold. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier mit 28.137 Credits rausgegangen. Ich würde sagen, die war relativ kurz. Wir gucken uns direkt noch eine an. In der zweiten Runde jetzt hier im Tiger 2 sind wir auf Flugplatz gelandet. Gegen 10er müssen wir leider antreten. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Das finde ich jetzt hier im Tiger 2 gar nicht so prickelnd. Besonders jetzt hier auf so einer statischen und schlauchhaltigen komischen Map. Mir gefällt Flughafen auch jetzt immer noch nicht. Also auch nachdem es jetzt verändert wurde, ist alles, also sie haben es verschlimmbessert, sozusagen. So kann man das, denke ich, ganz gut sagen. Es ist weder besser noch schlechter wie vorher. Es hat sich einfach nichts getan, so aus meiner Sicht. Genauso schlimm wie vorher. Außer, dass es vielleicht jetzt noch mehr Haldorn-Positionen gibt. Für noch mehr Haldorn-Gekämpfe. Und wenn man halt so einen Panzer nicht hat, ist man halt dann am Arsch. Also, jetzt meckern auf hohem Niveau ist auch nicht so wild. So eine Map muss es auch geben. Gibt ja auch Himmelsdorf, von daher ist es cool. So. Jetzt hier SCB mit Heat, gar keine Lust. Der nimmt mich einfach auseinander. Gegen ihn würde ich in keinster Weise kämpfen. Ich gucke jetzt hier lieber auf den ELC. Der hat eher Probleme, jetzt hier mich zu pennen. Also sollte es auch eigentlich nicht schaffen. Ich stehe jetzt hier relativ gut. Das Einzige, was er hinkriegen könnte, wenn er auf Gold lädt, kann er gegebenenfalls meine Kommandoluke sehen und pennen. So, und nochmal auf die letzte Runde, da mein Abschlusswort zurückzukommen, was das Fazit zum Tiger 2 angeht. Wie gesagt, an sich ein relativ netter Panzer, aber ich finde in der heutigen Meta einfach nicht mehr, wie sagt man, nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das macht den Panzer dann halt einfach schwach. Er ist halt auf der einen Seite etwas, also er fühlt sich träger an als der Siemer. Auch wenn er ähnlich schnell ist wie alle anderen Achter, also Heavys, ne? Also so eine IS-3 fährt auch nicht zwingend schneller. Panzerung, wie gesagt, ist eigentlich nur gegen Low-Tier-Geschichten relevant oder halt vorhanden. Alles, was Gold schießt und auf der gleichen Stufe ist, oh, der könnte reingegangen sein, und oder auf der gleichen Stufe ist, Stufe höher ist, sorry, geht halt einfach überall durch bei euch. Da gibt's die, ja, der könnte wirklich reingegangen sein beim ELC. Von daher, das auf jeden Fall nicht so prickelnd. Ich würde, wenn ich es mir aussuchen, ich kann es mir aussuchen, ich würde eher den Siemer fahren anstatt den Achter. Ich habe dann andere Achter-Heavies, die ich lieber fahren würde. So ein Defi zum Beispiel ist besser. Ein Carnarvon aus meiner Sicht ist besser. Gut, das sind jetzt beides Premium-Fahrzeuge. Wenn wir mal bei den Tech-3-Panzern bleiben wollen, würde ich auch sagen, dass eine IS-3 besser performt. Einfach weil sie diesen Rusher-Bonus hat.
Gut, auch da ist die Panzerung gegen Heat und höherstufige Leute natürlich nicht vorhanden. Muss man halt mit leben. Aber ich finde, die Kanone performt besser, man macht mehr Schaden, man hat nicht wirklich mehr, also man hat ungefähr 3 Sekunden mehr Reloadzeit oder 2. Das kann man verkraften, finde ich. Macht aber halt, wie gesagt, dafür mehr Schaden. Und hat halt diesen Rusher-Bonus, was Kanonengenauigkeit und so komische Abpraller angeht. Ansonsten, ich fahre halt sehr viele Premiums, was Achterbereich angeht, deswegen kann ich da nicht so viel zu den Tech-Panzern sagen. Achterbereich ist für mich ausschließlich für Credits verdienen. Sozusagen, wenn da irgendwie mal Achter gefahren wird von mir, dann ist es Buras, Progetto, EBR und so ein Kram. Oder halt mal ein Defi oder Kirovets, halt ausschließlich Premium-Fahrzeuge sozusagen. Ich denke aber, dass sich auf jeden Fall der Weg zum E75 hier über den Tiger lohnt. Und ich denke auch, dass der E100 ein ganz lustiger Panzer ist, besonders wenn man den dann im Platoon fahren kann mit mehreren mehreren E100er. So. Und das ist dann sozusagen lohnenswert. Man hat halt hier dann einfach einen Tank, wo man sich ein bisschen durchquälen muss. Und ich finde, der Sima, wie gesagt, war schon super. Der 8er ist okay, nicht der beste, aber okay. Der 9er ist super, der 10er ist in Ordnung. So ungefähr. Also 10er ist halt E100, ne? Das ist halt auch träge wie sonst was. Da muss man halt mit der HP und mit der Panzerung arbeiten. So, ihn konnten wir rausfriemeln. Der Rheinmetall hat mich aber aufgemacht jetzt. Gut, er schießt AP. Er prallt ab. Ich habe zwar kaum Tarnwert, aber auf die Entfernung für den Rheinmetall sollte das ausreichen, solange ich nicht schieße. Er versucht sogar schon jetzt wieder wegzurennen. Ich benutze wieder Doppelbusch, kann ihm in die Seite geben, ohne dass er mich aufmacht. Und der VZ kann ihn deleten. Jetzt haben wir hier die rechte Seite doch ganz gut aufgeräumt. Jetzt fehlt nur noch der WT, der hat aber schon 2 Kills. Ich vermute, so wie, man kann ja hier mal ganz kurz auf die Minimap gucken. Hier sind ganz viele Tote von beiden Seiten, aber die wichtigen sind jetzt die von uns. Der WT ist noch nicht auf, hat 2 Kills. Höchstwahrscheinlich steht er auf der rechten Seite, weil hier links gibt es noch keine Leichen von uns. Dementsprechend muss er irgendwo rechts stehen. Er kann keine 2 Kills von der Pose hier gemacht haben. Maximal den Light. Da, ich habe nicht drauf geachtet, wen er zerstört hat. Aber maximal. Aber nee, eigentlich durch dieses Ding kann er ihn. Er muss hier sitzen. Oder muss da gesessen haben, sagen wir es mal so. Wer weiß, wo er jetzt ist. Aber auf sowas immer achten. Minimap, also ich habe da jetzt, ich glaube, das ist ein Mod, dass ich das hier, dass ich die zerstörten Fahrzeuge auf der Map sehe. Finde ich ultra wichtig, einfach nur um zu sehen, wo ist wer gestorben. Manchmal merke ich oder, ne, ich achte ja hier so im Allgemeinen oft auf die Minimap und sehe, wer wen tötet. Jetzt in dem Fall halt leider nicht, aber wenn man halt verstärkt darauf achtet, kann man da halt doch so einiges im Gefechtsgeschehen dann lesen, wo wer stehen könnte, wo wer irgendwie auch Probleme hat. So, ich bin jetzt hier hinterm Gegner gefahren, muss ein bisschen auf den FV aufpassen, kann jetzt hier aber einfach von hinten in den Tiger, in den Defi reinschallern. Der FV hatte gerade geschossen, deswegen konnte ich auf jeden Fall einmal schießen und ich hoffe jetzt einfach, dass er noch nicht ready ist und gebe dem Defi jetzt einfach noch eine Schelle rein. Und nochmal pieken werde ich mir jetzt auf jeden Fall verkneifen. Ich drehe direkt nach rechts. Der Defi wird jetzt wahrscheinlich eh überrannt. Ich will mir die Kelle vom FV einfach nicht fangen. Wenn ich Pech habe, ich würde ja eh zum Defi zielen. Deswegen würde er dann einfach meine Seite vom Turm sehen und mir dann da einfach reinschallern. Und naja, ich wäre tot höchstwahrscheinlich. Deswegen lassen wir das. Ich kann jetzt mir hier überlegen, ob ich cappe oder ob ich dann von rechts weiter auf den FV angreife. Der VZ ist rechts auch vorgerückt, deswegen kann ich jetzt hier gucken, ob der WT noch da ist. Also der VZ guckt und ich sehe es dann halt. Ich gehe jetzt auf. Erster Gedanke, das war, dass der WT hier oben im Busch sitzt.
Sehe dann aber, okay, nee, kann nicht sein, VZ ist schon da. Also war das höchstwahrscheinlich der FV, können wir also weiterfahren. Der WT scheint nicht hier zu sein. Ich vermute jetzt, dass er hier hinten auf A0 irgendwo hinten steht. Pixel haben wir, kommst du, kriegen wir dich? Nee. Ich wollte ihn jetzt nicht mit HE in den Track schießen, das hätte auch mit 0 Schaden einfach enden können. Dafür habe ich die HE auf jeden Fall nicht geladen. Er kriegt sogar noch einen und jetzt steht er im Weg, schade. So, jetzt Hackengas. FV kriegen wir nichts mehr ab, also gar nicht mehr drauf rauffahren. Hingucken in Ordnung, solange wir nichts sehen. Falls er hochkommt, können wir schießen. Aber WT ist jetzt wichtiger, der ist noch fast voll. Und auch beschießbar, also ruf da. So, durch aim 436 HE in seinen Turm. Easy peasy. Und nochmal 454. Und schon hat sich die Runde jetzt hier gegen die 10er doch echt gelohnt. Ich habe, glaube ich, nicht auf 10er, also keine 10er getroffen, sondern nur 9er. Aber auch das ist in Ordnung. Gibt auch mehr XP pro Stufe, die man höher beschießt. 10%. In der zweiten Runde jetzt hier im Tiger 2 konnte ich 2 Kills abstauben, 3353 Schaden verursachen, 970 sind gebounced und 563 Unterstützungsschaden haben wir noch. Der Blindshot auf den ELC mit HE hat tatsächlich getroffen, haben wir ja auch gesehen, mit 25 HP ist er dann nochmal aufgegangen, letztendlich dann auch gestorben. Und wir sind jetzt hier auch noch knapp am ersten Platz vorbei, mit 1108 XP bin ich auf dem zweiten gelandet. Trefferbild, naja, also die, die getroffen haben, haben halt getroffen und auch gepennt. Von daher ist das schon mal in Ordnung. Und da ich jetzt hier fast ausschließlich Gold geschossen habe mit ein paar HE nebenbei, bin ich auch noch mit 2183 Credits im Minus eingelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.